Willkommen auf meinem Kanal. Ihr habt sicher heute Morgen ein Video von mir vermisst, hoffe ich auf jeden Fall. Das lag daran, dass ich dieses Video bereits geschnitten habe vor 2 Tagen und gestern Abend hochladen wollte und es funktionierte nicht. Dann habe ich heute den ganzen Morgen rumprobiert und es hat immer nur 2 Minuten hochgeladen und der Rest nicht. Okay, ich bin nicht dahinter gekommen, an was es gelegen hat. Also habe ich den Sonntag damit verbracht, das ganze komplette Video nochmals zu schneiden. Nun gut, heute geht es ausnahmsweise nicht ums Pulpen, sondern wenn du mein letztes Video gesehen hast, habe ich diese Badefiguren hier modelliert und ich zeige dir einen Ausschnitt, wie ich die bemalt habe. Da ein Teil der Datei defekt ist. Es ist irgendwie immer der Wurm drin, wenn ich die Sachen bemale, geht irgendwas schief. Ich hoffe aber, du kannst was davon mitnehmen. So würde ich sagen, wir starten und am Schluss sehen wir uns nochmals. Thank you.
Meine Figuren sind nun vollendet. Ich hoffe, es nimmt dir ein bisschen die Angst davor, deine Figuren zu bemalen. Du kannst nichts falsch machen, du kannst immer wieder drüber malen, wie du bei mir gesehen hast. Ich werde dann immer wieder mal heller, dann gehe ich wieder ins Dunkle und ich probiere auch immer aus. Du kannst natürlich mit Licht und Schatten noch sehr viel Einfluss auf das Gesicht nehmen oder auf den Ausdruck. Und da versuch einfach, probier aus und wie gesagt, sonst übermalst du es wieder. Diese Figuren werden bei mir auf der Webseite erhältlich sein. Da kannst du diese zu einem Spezialpreis erwerben. Du findest diese aber nicht in meinem Shop, sondern schau unter meinen Arbeiten. Da findest du diese Figuren und wer weiß, vielleicht findet eine dieser Figuren ein neues Zuhause. Im Oktober habe ich ja aktuell noch einen Wochenkurs. Das wäre natürlich die Gelegenheit, um dich zu versuchen, deine Objekte zu bemalen oder neue Objekte zu gestalten. Da kannst du dich völlig austoben, eine Woche lang. Ich unterstütze dich dabei. Und mit den anderen Kursteilnehmern wird man auch immer wieder neu inspiriert. Man kann sich austauschen. Bis jetzt war jeder Wochenkurs wirklich sehr toll. Und ich grüße alle, die schon bei mir waren. Ich vermisse euch. Und ja, vielleicht kann ich den einen oder anderen von euch auch persönlich kennenlernen und es entstehen immer schöne Freundschaften daraus. Ich hoffe nun für mich, dass das Video hochgeladen werden kann. Ich werde vermutlich eine neue Speicherkarte brauchen oder vielleicht einen neuen Computer oder vielleicht beides. Ich muss da mal schauen, es ist extrem ärgerlich, es sind so viele Stunden Arbeit, die einfach dahin sind und ja, ich denke, man kann es vereinfachen. Nun gut, das soll es gewesen sein. Ah, stopp, neu. Ich habe unten in den Kommentaren immer wieder neue Abonnenten oder neue Zuschauer, die mich nach dem Rezept von der Pool fragen. Ich kann nicht jedes Mal irgendetwas verlinken, damit du siehst, wie man Pool herstellt. Da gibt es zwei Lösungen. Entweder du schaust all meine Videos an oder viele davon oder du kannst mein Buch erwerben. Das findest du auch auf meiner Webseite. Da steht alles drin, was du über Pulp wissen musst, gerade wenn du Anfänger bist, dich ausprobieren willst, schau auf meiner Webseite nach, da findest du dieses Buch. Ich bedanke mich, ich freue mich natürlich über eure Kommentare und über Bilder von Projekten, die ihr schon gemacht habt, da könnt ihr mir auch ein Mail schreiben, da freue ich mich immer sehr drüber. So, das ist es gesehen. Bleibt kreativ, umarmt eure Liebsten. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir uns sehen, weiß ich nicht. Aber wir sehen uns sicher wieder. Tschüss zusammen.